Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, liebe Mandantinnen und Mandanten, ich heiße Sie heute mal wieder ganz, ganz herzlich willkommen und natürlich auch hier im Studio. Das ist Herr Dr. Daniel Sodenkamp, seinesgleichen eben auch Versicherungsmakler. Und der hat mir sozusagen ein Floh ins Ohr gesetzt. Und diesen Floh, den möchte ich jetzt auch Ihnen gerne ins Ohr setzen. Daniel, ist in Ordnung, wenn ich du weiterhin zu dir sage, oder? Dann bin ich da gleich auf deinen Vortrag schon super gespannt. Ja, wissen Sie, er hat mich überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung ganzheitlich zu denken. Ja? Und da bin ich eigentlich so gar nicht drauf gekommen, wobei wir ja auch viel mit Arbeitskraftabsicherung zu tun haben, sicherlich nicht so in der Beratung wie Sie. Aber meines Erachtens hast du mir hier sozusagen etwas ins Ohr gesetzt, wo ich gesagt habe, das müssen alle Makler wissen. Das ist eben wichtig quasi zur Enthaftung. Das ist wichtig, was in Ihrer Beratungsdokumentation zu stehen hat. Das ist wichtig, dass Sie diesen Aspekt sehen, dass Sie möglicherweise ihn auch umsetzen. Und das war eigentlich mein Antrieb zu sagen, jawohl, das müssen wir einfach mal der gesamten Maklerschaft eben präsentieren. Du selber gehst ja noch einen Schritt weiter und sagst irgendwie, naja, wie kann man jetzt sozusagen die Idee noch veredeln? Und hast es dann geschafft, eben die Kanzlei Michaelis zu überzeugen, zu sagen, eben das ist aus meiner Sicht wirklich eine tolle Sache, davon sollten Sie gehört haben. Und am Schluss eben sehen Sie auch, warum ich mich denn sozusagen für dieses Projekt eben noch weiter engagiere. In diesem Sinne, genug der Vorrede, legen wir los. Lieber Daniel, es ist deine Show. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin also auch Versicherungsmakler. Das heißt, ich beschäftige mich genauso mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung wie Sie auch alle. Und Sie alle kennen das, wenn Sie gefragt werden, was ist der Königsweg zur Arbeitskraftabsicherung, dann werden Sie höchstwahrscheinlich Ihren Kunden sagen, das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn Sie es nicht tun, dann sagen Sie möglicherweise aus anderen Gründen, weil die zu teuer ist oder weil der Kunde die Gesundheitsfragen so nicht beantworten kann. Denk mal über eine Dread-Disease-Versicherung nach oder über eine, teilweise werden auch Unfallversicherungen empfohlen. Aus meiner Sicht werden relativ oft vergessen die Krankentagegeldversicherungen, die ich immer dazu nehmen würde. Aber das ist so das Übliche. Und das Erstaunliche ist, dass sich die Versicherungsvermittler, die Versicherer, die nicht immer deckungsgleiche Interessen haben, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, aber auch die, die uns nicht so sehr mögen, also die Verbraucherschützer, der Bund der Versicherten, alle sind sich in einem Thema einig und sagen, wenn du deine Arbeitskraft absichern möchtest, lieber Kunde, dann brauchst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe es auch jetzt kürzlich wieder gelesen, im Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Süddeutsche, alle sind sich einig. Und jetzt behaupte ich, oder ich frage zunächst mal, stimmt das eigentlich? Wir nehmen dieses Mantra immer so kritiklos auf und alle sagen es dann, weil es alle sagen, dass das der Königsweg der Arbeitskraftabsicherung ist. Und ich stelle jetzt mal eine kühne These auf. Ich behaupte, es gibt etwas Besseres. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist für meine Begriffe die zweitbeste Form der Arbeitskraftabsicherung, aber nicht die beste Form. Ich sage ausdrücklich nicht, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung völlig unsinnig oder unnötig ist. Es gibt Fälle, wo sie ihre Berechtigung hat, wo sie ihren Sinn hat. Aber es gibt etwas Besseres und das ist ein komplett neues Denken. Da müssen Sie sich drauf einlassen, weil es am Anfang für mich oft bedeutet hat, dicke Bretter bohren, denn man muss sich einmal umstellen im Denken. Aber mir ist es gelungen, viele, viele meiner Kollegen davon schon zu überzeugen und vor allen Dingen noch mehr Kollegen davon zu überzeugen. Und ich hoffe, das gelingt bei mir jetzt bei Ihnen auch. Wir müssen, um das zu verstehen, den Hintergrund zu verstehen, einmal einen kurzen Ausflug machen in ein Thema, was die meisten von uns ein bisschen links liegen lassen, nicht alle, aber ich sehe doch, dass das Thema nicht richtig berücksichtigt wird. Wir müssen wissen, was in der Welt der gesetzlichen Pflegeversicherung los ist. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal gerne zeigen. Es gibt im gesetzlichen Bereich der Pflegeversicherung, und das ist der große Vorteil, bundesweit einheitliche Richtlinien. Die sind festgelegt zwischen Vertretern der Krankenkassen, von Ärztevertretern, Patientenvertretern, auch von Versicherern. Und jeder, der zwischen Flensburg und Passau einen Pflegegrad beantragt, wird nach den einheitlichen Kriterien beurteilt, egal ob er gesetzlich versichert ist oder ob er privat versichert ist. Wie das aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt gerne.
Sie finden das zum Beispiel den Pflegegradrechner auf einer privaten Homepage. Ich habe mit denen nichts zu tun, aber da findet man es ganz schnell. Unter www.pflege.de, dort geht man auf Service und dort unter dem Button Pflegegradrechner finden Sie diesen bundesweit einheitlichen Rechner. Und das ist schon mal der große Vorteil. Die Kriterien sind transparent und sie sind für jedermann nachvollziehbar und sie sind auch nachlesbar. Es gibt in diesem Pflegegradrechner 8 Module. Die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Ich nehme hier eine fiktive Person mit einer sogenannten unipolaren Depression. Unipolar heißt, das ist keine manisch-depressive Depression, sondern die verbreitetste Form. Derjenige hat sozusagen nur depressive Episoden, was aber eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Es ist halt schon ein bisschen mehr als nur mal traurig zu sein. Und ich nehme diese Krankheit auch deswegen als Beispiel. Es wären viele andere Krankheiten auch vorstellbar, beispielsweise Lähmungserscheinungen nach einem Schlaganfall oder Krebsfolgeerkrankungen. Ich nehme es deswegen, weil vielen von uns gar nicht klar ist, dass seit 2017, seit der letzten großen Reform der Pflegestärkungsgesetze, psychosomatische Erkrankungen auch eine Rolle spielen für einen Pflegegrad. Auf gut Deutsch, ich kann schon, ohne körperliche Erkrankungen zu haben, einen Pflegegrad bekommen. Im ersten Modul sehen Sie verschiedene Bausteine, wo derjenige, der einen Pflegegrad auf Psyche beantragen möchte, keinerlei Punkte bekommt. Das heißt Mobilität. Er kann sich wie jeder Gesunde auch natürlich von Stuhl auf Sofa setzen und wieder zurück und aus dem Bett aufstehen. Da kriegt er keine Punkte. Im zweiten Modul, das ist überschrieben mit kognitive und kommunikative Fähigkeiten, in Klammern gesagt, hier hat man den Punkt der Demenz mit aufgenommen. Auch das war bis 2017 kein Grund für einen Pflegegrad. Deswegen hören Sie auch, wenn Sie zum Beispiel in die Kundschaft hineinhorchen und sagen Pflegegrad, ganz oft den Spruch, ich kriege das sowieso nicht, weil die älteren Leute oder auch die Generation ab 50 oft gehört hat von den Eltern und Großeltern, es ist so schwierig, eine Pflegestufe zu bekommen. Dabei wird übersehen, dass seit 2017 ist deutlich leichter geworden ist, einfach durch die Hinzunahme von psychosomatischen und dementiellen Erkrankungen und auch die ganze Einstufung ist anders geworden. Dann sind wir im Modul 3, bei dem, was eigentlich jetzt das Krankheitsbild, das ich jetzt hier beschreibe, ausmacht. Da geht es um Verhaltensweisen und psychische Problemlagen. Derjenige, der eine Depression hat, und nochmal, ich nehme die Krankheit sehr ernst, aber ich rede jetzt hier über eine sogenannte unipolare Depression. Der hat nur solche Phasen, der hat keine manischen Phasen, der hat auch keine Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen. Der würde jetzt beispielsweise in Punkt 2.1, motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten, keine Punkte bekommen, weil das wären andere Krankheitsbilder, wo es ist. Bei der nächtlichen Unruhe, da geht es dann immer darum, für die Gutachter des medizinischen Dienstes ist derjenige, zum Beispiel so, dass er auch seinen Partner oder seine Partnerin mit beeinträchtigt. Also die betroffene Person steht nachts auf, irrt durch die Wohnung, kann nicht schlafen, grübelt vor sich hin, stellt den Fernseher an. In dem Moment, wo schon eine zweite Person damit auch betroffen ist, würde es hier schon Punkte geben. Derjenige mit diesem Krankheitsbild wird sich nicht selbstschädigend verhalten. Das wäre beispielsweise bei Borderline-Patienten der Fall, wenn Sie das mal gesehen haben. Das sind Leute, die sich die Arme aufritzen. Das ist hier aber nicht der Fall, also auch dort 0 Punkte. Ich will Ihnen damit zeigen, wie vorsichtig ich hier an die Bewertung rangehe für die Pflegegrade. Er wird auch Gegenstände nicht beschädigen. Er zeigt kein besonders aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen. Er ist möglicherweise verbal aggressiv. Das wird beim Depressiven zu beobachten sein, dass der schon mal trauriger ist oder auch gereizter ist, weil einfach seine Gedankenwelt sich immer nur um die gleichen traurigen Gedanken kreist und dann ist man auch eher genervt und vielleicht auch mal etwas aggressiver. Aber auch hier gehe ich ganz vorsichtig ran und sage, es ist selten der Fall. Andere stimmliche Auffälligkeiten, das beobachtet man oft, weil es auch mit einem geringeren Selbstwertgefühl einhergeht, dass jemand eine Depression hat, dass er vielleicht leiser spricht, weil er unsicherer ist. Ist das, was ich sage, eigentlich richtig? Ist das auch sozial erwünscht oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Er hat aber keinerlei Schizo- oder schizoaffektive oder Sinnestäuschungen oder Beeinträchtigungen in diesem Bereich, sondern er ist sich seines Krankheitsbildes bewusst
und er nimmt auch Hilfe normalerweise an und wehrt nicht pflegerische Maßnahmen ab. Ängste kommen auch vor. Nicht selten wird das Krankheitsbild beschrieben mit Attacken, Panikattacken. Und dann kommt natürlich der Punkt 3.11, das ist eigentlich das, was klassischerweise eine Beschreibung einer Depression ist, also Antriebslosigkeit, depressive Stimmungslage, sodass ich da mal sage, das kommt dann auch häufiger vor. Häufig heißt einfach mehrmals in der Woche im Rahmen einer Episode. Das heißt nicht, dass der Betroffene jedes Jahr und überhaupt keine freudigen Momente mehr hat, aber es ist im Rahmen einer solchen Episode. In den Punkten sozial unangemessene Verhaltensweisen und sonstige unangemessene Verhaltensweisen würde ich keine Punkte vergeben, weil auch dort eigentlich keine Auffälligkeiten sind. Da muss man schon ein bisschen ein Auge dafür haben oder trainiert dafür sein, um dann jemanden zu identifizieren, der so eine Depression hat, wenn er es nicht von sich aus sagt. Oder die Depression hat ein so massives Ausmaß genommen, dass sowieso nichts mehr geht, dann liegt er quasi wie tot im Bett. Und dann hätte er aber auch wesentlich mehr Punkte hier bekommen. Ich bin also hier sehr vorsichtig in der Bewertung rangegangen, so wie die das machen, die Gutachter vom medizinischen Dienst. Und das ist übrigens einer der großen Vorteile. Es wird gemacht durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse des Kunden und des Patienten. Das wichtigste Modul ist das Modul der Selbstversorgung. Das ist das, was man eigentlich klassischerweise unter Pflege versteht. Also das ist beispielsweise die ältere Dame, die nach mehreren Knochenbrüchen wegen Osteoporose, das ist so ein typisches Beispiel, sich nicht mehr so richtig bewegen kann, die vielleicht die Arme nicht mehr richtig heben kann. Das ist das, was immer so auch alle mit Pflege im Kopf haben. Hier hat natürlich der Betroffene einer Depression keinerlei Einschränkungen. Aber ich zeige Ihnen da genau und bewusst dieses Beispiel des Depressiven, weil viele das einfach nicht auf dem Schirm haben, dass eben auch solche Krankheiten schon zu einem Pflegegrad führen können. Also hier in diesem wichtigsten Modul, das mit 40% eingeht in die Gesamtbewertung, geben wir unserer Beispielperson keinerlei Punkte. Dann kommt ein weiteres wichtiges Modul, nämlich das Modul 5, Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen. Also das kann man diskutieren. Der Depressive ist natürlich körperlich in der Lage, selber seine Medikamente zu nehmen. Die Frage ist, tut er es auch wirklich? Also in der Extremform sagt er sich vielleicht, ich will die gar nicht mehr nehmen, weil ich will auch nicht mehr leben, ich will sterben. Aber man muss es auch nicht so extrem sehen. Vielleicht ist es auch nur so, dass er einfach diese Antriebslosigkeit sich darin äußert, dass er die Medikamente einfach nicht nimmt, weil es ist tatsächlich dann für den Betroffenen schon ein Angang, teilweise schon ein Angang, das Bett zu verlassen, um sich zu waschen. Wenn dann beispielsweise der Partner oder die Partnerin helfen muss und sagen muss, komm, ich ermahne dich, nimm die Tabletten und ich lege sie dir hier bereit, dann ist es auch schon eine Unterstützungsleistung, die schon dazu führt, dass der medizinische Dienst der Krankenkasse sagen wird, ja, das führt dazu, dass Sie hier ein paar Punkte einsammeln. Dann kommen wieder einige Punkte. Sie sehen das hier mit Verbandswechsel und solche Sachen wie Katheter, Inkontinenz. Das ist natürlich alles nichts, was das Krankheitsbild hier auszeichnet, sodass wir das auch überspringen können, beziehungsweise immer sagen können, keinerlei Punkte. Insgesamt, man sieht hieran, wie vorsichtig ich rangehe. Ich gebe also nicht großzügig irgendwelche Punkte, weil ich auch ein bisschen weiß, wie der medizinische Dienst tickt der Krankenkassen. Arztbesuche ist dann schon auch wieder so ein Gegenstand. Natürlich kann der Depressive, wenn er einen Führerschein hat, sich ins Auto setzen, zum Arzt fahren oder zum Therapeuten fahren. Er kann auch in den Bus steigen und dorthin fahren. Die Frage ist nur wieder, tut er es? Und da heißt es ganz klar in den Bedingungen, wenn er es deswegen nicht tut, weil es zu seinem Krankheitsbild gehört, dann gibt es auch hier schon wieder Punkte. Also Pflege ist letztendlich immer das, wo ich eine Hilfe einer anderen Person bedarf, um für mich selbst zu sorgen. Beispielsweise bei Körperwaschen, was das klassische Pflegebild ist, oder eben auch bei Unterstützung, dass ich zu meinen Therapiemaßnahmen komme. Und da kann durchaus auch die Anfahrt und die Wartezeit im Wartezimmer des Arztes dazu zählen, weil ich einer weiteren Person bedarf, die mich darin unterstützt. Dann haben wir das Modul 6, Gestaltung von Alltagsleben und sozialen Kontakten. Das ist etwas, was natürlich für den Betroffenen einer Depression nochmal besonders belastend ist. Er wird immer feststellen, dass andere sich von ihm ein Stück weit zurückziehen, einfach aus der Hilflosigkeit heraus. Wie soll ich mich dem
Erkrankten gegenüber verhalten. Es ist auch manchmal vielleicht etwas anstrengend, sich mit ihm zu unterhalten. Oder man sagt dann, komm, wir gehen mal zusammen auf den Dom oder auf die Kirmes oder ins Theater und machen was. Was ja bei dem Depressiven genau zu der Botschaft führt, allen anderen geht's gut. Und mein eigenes Elend und dass ich an sowas keine Freude empfinden kann, führt eigentlich dazu, dass ich es doppelt schwer empfinde. Das heißt, der kommt in die Situation, der Betroffene, er will das alles gar nicht und die anderen meinen es ja nur gut und sagen, wir machen das mal zusammen. Und das führt im Ergebnis dazu, dass auch die sozialen Kontakte auf Dauer etwas darunter leiden. Da braucht man dann schon wahrscheinlich wirklich gute Freunde, dass die sich nicht von einem zurückziehen und dass die auch bereit sind, sich in dieses Krankheitsbild einzulesen und einzudenken. Dieses Modul 6 wird in der Gesamtbewertung nicht so sonderlich hochgewichtet. Hier kriegt unser Patient einer Depression allerdings ein paar Punkte. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, so, da kommt jetzt noch Modul 7 und 8, das können wir aber überspringen, weil das sind ambivalente Module, die zwar bewertet werden, aber komischerweise nicht mit in die Gewichtung mit einfließen. Man betrachtet sie seitens des medizinischen Dienstes, der diese Begutachtung macht, aber sie werden eben nicht in die Gesamtbewertung mit eingenommen, sodass wir sie hier überspringen können. Und dass wir aus diesen 6 Modulen, wenn ich es nochmal zusammenfasse, im Modul 1 gar keine Punkte gegeben haben, im Modul 2 Demenz auch keine Punkte gegeben haben. Wir haben Punkte, ein paar wenige Punkte gegeben im Modul 3, das ist eigentlich tatsächlich die Depression. Wir haben keine Punkte vergeben im wichtigsten Modul 4. Wir haben einige, ganz wenige Punkte in Modul 5 gegeben und im insgesamt sehr wenig einflussreichen Modul 6 haben wir auch einige Punkte vergeben. Und siehe da, diese Person hat jetzt mit 22,5 Punkten den Pflegegrad 1. Ab 12,5 Punkte ist man im Pflegegrad 1, ab 27,5 Punkte im Pflegegrad 2 und dann geht es weiter zu den höheren Pflegegraden. Vielleicht darf ich da nochmal dann kurz einhaken. Also deine Kernbotschaft am Anfang war ja, dass du sagst, mit diesen, mit der, sag ich mal, der Bewertung durch den medizinischen Dienst kommt man schneller, sag ich mal, als bei einer Berufsunfähigkeit, die wir ja alle nun definieren, im Regelfall eben mit, dass man nicht zu 50% in der Lage ist, den zuletzt ausgeübten Beruf auszuüben. Sagst du, es sind dir eigentlich fast keine Beispiele vorstellbar, wo man, sag ich mal, über die Pflegebedürftigkeit nicht schon vorher in Pflegestufe oder Pflegegrad heißt es ja jetzt, Pflegegrad 1 reinfällt. Also überzeugend ist zu sagen, das weiß fast keiner, also ich habe es nicht gewusst, dass, sag ich mal, Burnout bzw. Die Depression, die psychischen Erkrankungen, die bei der normalen BU ja immer häufiger werden, dass die eben auch über eine Pflegeversicherung zu versichern sind, das ist sozusagen als Punkt 1. Jetzt wäre noch offen, was ist mit den körperlichen Themen? Also da denkt man ja zunächst immer dran, irgendwie, was weiß ich, das Rückenleiden, der Dachdecker irgendwie hat nun Rückenprobleme. Ist der dann auch sofort ein Pflegefall? Also kommt drauf an, aber du sagst es zu Recht. Ich behaupte, das ist meine These, ich habe schneller einen Pflegegrad 1 nach diesen Kriterien, als eine Berufsunfähigkeit durch den Versicherer anerkannt zu bekommen. Da bin ich fest schon überzeugt. Auch deswegen, weil dieses Kriterium des Pflegegrad 1 ja nicht von irgendeinem Versicherer festgelegt wird, sondern von meiner Krankenkasse. Und das Verfahren ist total einfach. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich habe beispielsweise infolge eines Schlaganfalls durch eine Lähmung einen Pflegegrad verdient, dann rufe ich bei meiner Krankenkasse an. Und das ganze Verfahren muss innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein. So steht es im Sozialgesetzbuch drin. Ich hatte mal einen Kunden, der kriegt auf einmal 70 Euro überwiesen. Da hat er mich angerufen und gesagt, warum kriege ich 70 Euro? Ja, weil diese Krankenkasse von sich aus, also die Pflegekasse, die bei der Krankenkasse angesiedelt ist, nicht in der Lage war, den Zeitablauf genau einzuhalten. Die waren eine Woche hinten dran und haben von sich aus das sofort überwiesen. Da wusste ich das bis dahin auch gar nicht. Ich will damit nur sagen, und das ist die Kernaussage. Erstens, es macht nicht der Versicherer die Entscheidung, weil da kommen wir ja gleich noch drauf, wie man auf diese gesetzliche Pflegeversicherung noch was draufsetzt. Und zweitens, die Entscheidung liegt auch nicht bei irgendeinem Versicherer, sondern sie liegt bei meiner Krankenkasse. Das heißt, egal ob ich gesetzlich krankenversichert bin oder privat krankenversichert bin, wenn ich der Meinung bin, ich habe einen Pflegegrad verdient, rufe ich dort an. Der Tag des Anrufes dort gilt schon als Antragstellung. In 6 Wochen habe ich mein Ergebnis vorliegen, weiß, welchen Pflegegrad ich habe und dann bekomme ich eben entsprechende Leistungen. Und ja, ich kann mir viele Beispiele vorstellen und ich habe sie auch schon erlebt in meiner Praxis, wo Menschen einen Pflegegrad bekommen. Beispielsweise ist bei einer Dame einfach nach einem Unfall die Hand operiert worden und steif geblieben. Die OP ist auch nicht richtig gut gegangen. Und sie kann die so
zum Beispiel, so kann sie noch bewegen, aber sie kann nicht mehr so richtig hoch und runter. Das alleine war schon Pflegegrad 1. Sehr viel tut sich im Bereich Psychosomatik, übrigens bei Kindern, was von vielen unterschätzt wird. Gerade jetzt durch Corona sind viele Kinder zu Hause geblieben. Die kriegen sehr oft sogenannte F-Diagnosen. Das sind also Diagnosen mit psychosomatischem Hintergrund. Das führt, wenn die Eltern das wissen, schon oft zu einem Pflegegrad 1, in manchen Fällen sogar auch zu Pflegegrad 2. Eine Krebserkrankung führt in der akuten Behandlung zu Pflegegrad 2. Das ist Regel, wenn ich dann mit Chemo behandelt werde. Wenn es mir danach besser geht, kann es sein, dass ich wieder zurückgestuft werde auf Pflegegrad 1. Jede Lähmungserscheinung, besonders wichtig sind die Gliedmaßen, Arme, Finger, Hände, Beine auch, aber vor allem in diesem Bereich. Alles das, was dazu führt, dass ich mich nicht hundertprozentig um mich selbst kümmern kann, mich nicht überall waschen kann, dass ich die Arme nicht auf den Kopf heben kann, mich selber nicht am Kopf waschen kann, die Haare nicht waschen kann, das führt ganz, ganz schnell zu einem Pflegegrad 1. Ich brauche von 100 Punkten, die ich maximal bekommen kann, 12,5 Punkte und schon habe ich den Pflegegrad 1. Mhm. Wäre jetzt auch ein Fall vorstellbar, wo man sagt eben, ja, das könnte sein, dass da tatsächlich eine BU leistet, aber eine Pflege nicht? Ich kann mir vorstellen, ich habe den Fall nicht gehabt, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, ein Berufskoch, der beispielsweise seinen Geschmackssinn, könnte man sich jetzt ja auch in Pandemiezeiten durch Corona vorstellen, verliert, dass dort möglicherweise ein guter Berufs- und Fähigkeitsversicherer leistet und noch kein Pflegegrad vorhanden ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch mal irgendwo einen Fall aufgeschnappt, das sind aber sehr exotische Fälle, dass eine Schauspielerin ihre Brille nicht mehr tragen kann, aber fixiert ist auf historische Rollen von Zeiten vor Mittelalter, als es noch keine Brillen gab. Und sie kann die Kontaktlinsen nicht mehr vertragen, so war es. Und sie ist jetzt auf eine Brille angewiesen. Kurzum, sie kann die Rolle an einem Theater mit Brille nicht spielen und ist nach Anerkennung durch den Berufsunfähigkeitsversicherer, so hat er es dargestellt, jetzt berufsunfähig. Sie hätte wahrscheinlich keinen Pflegegrad. Da sind einige exotische Beispiele, die man auch aus Haftung als Makler natürlich durchdenken muss, wenn man mit seinem Kunden spricht, was macht derjenige beruflich. Umgekehrt kenne ich aber sehr, sehr viele Fälle, wo Menschen einen Pflegegrad haben und noch arbeiten gehen. Also ich kenne in meinem Kundenkreis alleine mehrere Leute, die einen Pflegegrad 1 oder 2 haben. Und da muss der Fokus liegen. Der muss nicht liegen auf 3, 4 oder 5. Bei den hohen Pflegegraden und die gehen noch arbeiten. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber wichtig ist natürlich, dass man dann auch eine private Versicherungslösung hat, die eben für Pflegegrad 1 eben schon, ich sag mal, 3.000 Euro im Monat eben an Leistung bringt. Das wäre das Beste, genau. Das wäre dann der Weg. Okay, na gut, also wie gesagt, fassen wir einfach nur noch mal kurz zusammen. Vielleicht, sag ich mal so, gibt es da ja auch aus der Maklerschaft noch ganz, ganz viele Hinweise zu sagen, Mensch, das ist ein total interessantes Gedankenspiel. Wann bekomme ich sozusagen eine BU-Leistung? Aber eben nicht in Pflegegrad 1. So, und theoretisch, sage ich mal so, eine richtige Sammlung gibt es da eigentlich nicht, weil, sage ich mal, mir jetzt auch nichts Besseres eingefallen ist, aber du sagst, jeder, der eigentlich BU wäre, der ist eben auch Pflegegrad 1. Ja. Und von daher ist es zumindest gleichwertig. Natürlich sind das Äpfel und Birnen, nicht? Das ist uns auch schon klar. Man kann ja nicht sagen, das kann man nun direkt vergleichen. Also darum ist es ja nun anders formuliert. Aber ich glaube, vielen ist eigentlich, und das war so ja unser Ansatz, zu sagen, Mensch, bei der Arbeitskraftabsicherung kann man da wirklich das Thema Pflege aussparen und kann man quasi gleich eben auf die BU springen und kann sagen, jawohl, brauchst eine BU oder eine EU oder eine DU oder wie auch immer. Oder ist es nicht eben ein Punkt zu sagen, wisst ihr eigentlich eben, wann sogar überall die Pflege leistet? Und das fand ich, sag ich mal, mit diesem Pflegerechner so ganz erstaunlich. Da muss man, glaube ich, in der Tat noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen spielen und weg von diesem Gedanken, dass es eben nur was für alte, bettlägerige Leute ist, sondern dass eben sogar schon Kinder und ADHS, glaube ich, ist auch ein Beispiel, wo man sagt eben, wenn ADHS diagnostiziert wird, dann hat man schon Pflegegrad 1 auf jeden Fall und damit, sage ich mal, einen sehr, sehr hohen monatlichen Leistungsanspruch. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz zusammenfassen und wirklich noch mal nachfassen, ob das auch wirklich deine Theorie ist, dass du irgendwie, dass du sagst, jawohl, das war der Grund, weshalb ich sage, Pflege ist zumindest, ist besser, wenn nicht zumindest gleich gut wie eine BU und das muss man einfach in der Beratung einfach mal reflektieren. Genau. Und dem schließe ich mich eigentlich voll und ganz an. Vielen Dank. Ich möchte, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen jetzt mal nochmal die Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung zeigen und dann haben wir die Basis, um das den eigentlichen Gedankengang einer Zusatzversicherung privat dann zu nehmen. Es gibt heute 5 Pflegegrade. Also vergessen Sie alles, wenn Sie Oma ansprechen, Pflegestufe, wird Ihnen als erstes sagen, ich kriege keine Pflegestufe. Dann sehen Sie schon an der Begrifflichkeit,
das ist nicht böse gemeint, aber viele Leute, auch jüngere Leute, sind noch nicht in der heutigen Welt angekommen. Wir reden seit 4 Jahren nicht mehr von Pflegestufen, sondern von Pflegegraden. Das ist aber nicht das Entscheidende, weil das eine reine Begrifflichkeit ist. Das Entscheidende ist, wir reden nicht mehr über 3 Pflegestufen, sondern über 5 Pflegegrade. Die sind hier abgebildet. Und noch viel entscheidender, und das ist eigentlich der Clou der ganzen Geschichte, ich habe es gesagt, Psyche und Demenz, und Psyche ist besonders für die Arbeitskraftabsicherung wichtig, ist heute pflegegradbegründend. Und eins muss man wissen, um das Ganze zu verstehen. Wenn Sie von älteren Leuten, die haben das von ihren Eltern und Großeltern teilweise noch im Kopf, dann hören Sie in aller Regel als erstes, über Pflege braucht man nicht zu reden, eine Pflegestufe kriegt man sowieso nicht. Und es war tatsächlich bis 2017 schon relativ schwierig, eine Pflegestufe zu bekommen. Was aber von vielen übersehen worden ist, in 2017 waren sich praktisch alle im Bundestag vertretenen Fraktionen darüber einig, und 2017 hat das dann seinen Einfluss im Gesetz gefunden, den Zugang zu Pflege zu erleichtern, weil es einfach ein Megathema ist für die Gesellschaft. Und seit 2017 ist alleine verbindlich der Pflegegradrechner, den Sie eben gesehen haben. Und Sie haben gesehen, wie schnell man im Pflegegrad 1 ist. Und das ist ein Denkfehler, den viele von uns machen. Erstens, erster Denkfehler ist, wir denken bei Pflege immer nur an hochaltrige Leute. Das ist falsch. Wir haben fast 4,6 Millionen Pflegebedürftige nach 2,5 in 2017, jetzt durch die Reform 4,6 Millionen Ende 2020. Ganz viele davon sind unter 65, das heißt in einem Alter, wo sie auch Arbeitskraft abgesichert haben müssen, und übrigens auch erstaunlich viele Kinder und Jugendliche. Wenn ich denn einen Pflegegrad bekomme, sehen Sie hier die 5 Grade, 1, 2, 3, 4, 5. Und da kommt der nächste Denkfehler. Das wird übrigens auch von einigen Versicherern uns immer falsch vermittelt. Das muss keine böse Absicht sein, aber wenn ich da genau zuhöre, glaube ich, dass da manche auf dem falschen Dampfer sind. Das große Thema ist nicht mehr die Absicherung, wenn Oma ins Heim kommt. Weil das ist ohnehin jetzt gedeckelt. Das ist das, womit früher immer ein bisschen Angst gemacht wurde. Lieber Kunde, du bist vermögend, dein Häuschen könnte weg sein, wenn deine Mama ins Heim kommt und du musst solche Zuzahlungen machen. Das ist nicht komplett weg, das Thema, aber es ist deutlich durch die Gesetzgebung reduziert worden und nicht der Fokus, den ich habe. Vor allem bezieht sich das in aller Regel auf Pflegegrad 3, 4 und 5, also die höheren Pflegegrade. Mein Punkt ist zu sagen, wir müssen ansetzen beim Pflegegrad 1. Der ist so schnell erreicht. Und auch bitte nicht beim Pflegegrad 2. Es gibt viele Top-Versicherer, die aber private Pflegeversicherung erst ab Pflegegrad 2 anbieten. Meine Empfehlung, streichen Sie die. Machen Sie keine Pflegeversicherung, die erst ab Pflegegrad 2 leistet. Auch wenn die noch so toll beworben wird. Solange es private Versicherer gibt, die schon bei Pflegegrad 1 leisten, bitte nehmen Sie solche, und es gibt noch einige. Und ich sehe auch im Moment keine Tendenz der Versicherer, sich davon zu verabschieden. Also hier will ich nur kurz darauf eingehen, weil die gesetzliche Pflegeversicherung nur zum Verständnis des Gedankengangs wichtig ist. Wenn jemand zum Beispiel den Pflegegrad 1 hat, so wie unsere fiktive Person, die ich Ihnen eben gezeigt habe, der Depressive, kann er sich entscheiden, er möchte ambulant gepflegt werden, das heißt im Prinzip durch Ehefrau, Ehemann oder wie auch immer, oder durch einen Pflegedienst, das heißt sozusagen teilstationär, das sind die Damen und Herren, meistens sind es ja Damen, die wir alle kennen bundesweit, die fahren dann mit einem kleinen weißen Auto meistens und kümmern sich liebevoll um die Menschen, helfen denen mit ein bisschen Unterstützung im Haushalt, oder eben stationär. Kein Mensch würde bei Pflegegrad 1 in eine stationäre Behandlung geben, also es gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmen, aber das ist nicht die Regel. Sie haben immer die Wahlmöglichkeit als Betroffener. Bei Pflegegrad 1 ist es dann eben diese Leistung von 125 Euro. Was damit genau verbunden ist, das ist in dem Fall noch keine Geldleistung, sondern eine Sachleistung und noch ein paar weitere Vorteile, will ich hier mal ausblenden. Ich will es dabei belassen. Auf diese Leistung hat jeder Anspruch, egal ob gesetzlich oder privat krankenversichert. Und interessant wird es für diejenigen, die keine private Zusatzversicherung haben, natürlich ab Pflegegrad 2. Da kommen dann schon mal, wenn ich mich für die Geldleistung entscheide, 316 Euro. Die werden Ihnen ganz einfach aufs Konto überwiesen. Punkt. Sie müssen das nicht verrechnen mit anderen Sachen, sondern es kommt tatsächlich, weil Sie einen erhöhten Aufwendungsbedarf haben, für Sie auf Ihr Konto. Und der erhöhte Aufwendungsbedarf ist ja in aller Regel auch da. Aus dieser Tabelle heraus kam irgendwann der Gedankengang zu sagen, wir brauchen nicht private Pflegeversicherungen, die unbedingt bei den hohen Pflegegraden leisten, sondern welche, die bei niedrigen Pflegegraden leisten. Jetzt frage an Sie,
Wir haben gesehen, wie schnell der Pflegegrad 1 erreicht sein kann. Und ich habe auch schon gesagt, das Verfahren, vergleichen Sie es mal in der BU. Wer von Ihnen einen Leistungsfall in einer Berufsunfähigkeitsversicherung mal begleitet hat, der weiß ja, was das für eine Arbeit ist. Sie müssen ganz viele Unterlagen zusammen mit dem Kunden zusammentragen, ärztliche Unterlagen, Sie müssen es einreichen, Sie müssen vielleicht auch noch einen Rechtsanwalt beauftragen, der das Ganze begleitet. Die normalen Prozesse dauern 6 bis 12 Monate und wenn der Kunde viel Glück hat und alles richtig gelaufen ist, kriegt er am Ende seine Berufsunfähigkeitsversicherung ausgezahlt, die aber nach durchschnittlicher Höhe, ich glaube, immer noch im niedrigen vierstelligen Bereich liegt in Deutschland. Also die Frage ist, kann man davon dann eigentlich leben? Hier ist es ganz anders. Ich habe es gesagt, ich rufe bei meiner Krankenkasse an und in 6 Wochen habe ich einen Bescheid. Ich muss nicht viel vorbereiten, ich kann mich ein bisschen vorbereiten, indem ich sage, ich lege mal das, was ich gerade habe an Unterlagen, die Medikamentenliste, die ich habe, zusammen, aber die Diagnosen reichen im Prinzip. Und dann bereite ich mich auf das Gespräch mit dem MDK vor. Das dauert 45 bis 60 Minuten. Das ist in Corona-Zeiten sogar telefonisch gelaufen, jetzt wieder vor Ort. Die kommen zu Ihnen nach Hause oder zu Ihren Kunden nach Hause und eine Woche später kriegen Sie das Ergebnis von der Krankenkasse und da steht dann drin, Sie haben Pflegegrad 1 oder 2 oder wenn es schiefgelaufen ist, auch gar keinen oder wenn die Krankheit eben nicht das hergibt. Jetzt kommt die Idee. Wenn es doch, ich hoffe, Sie sind da bei mir, relativ leicht ist, Pflegegrad 1 zu bekommen, jedenfalls im Verhältnis dazu eine Berufsunfähigkeit durchzusetzen gegenüber einem privaten Berufsunfähigkeitsversicherer. Wie wäre es dann, wenn ich zusätzlich zur gesetzlichen Pflegeversicherung eine private Versicherung finde, die den Bescheid vom medizinischen Dienst meiner Krankenkasse ohne Wenn und Aber übernimmt? Ohne Wenn und Aber. Das heißt, ich reiche den Bescheid ein, ich habe einen Pflegegrad, lege das der privaten Pflegeversicherung vor, die Pflegeversicherung schreibt mir, und so ist es der Standard, innerhalb weniger Tage eine E-Mail und sagt, wir erkennen die Leistung an. Wie wäre das, wenn wir sowas hätten? Und die zweitens, nicht erst ab Pflegegrad 2, da ist schon ein bisschen schwieriger, aber schon bei Pflegegrad 1 eine hohe Geldleistung liefert. Und ich rede jetzt nicht über 50 oder 100 Euro. Sie werden auch Tarife am deutschen Markt finden, die mit solchen Leistungen kommen. Das ist nice to have, aber es sichert nicht wirklich meine Existenz ab. Also ich dachte so an 3.000 Euro. Sie werden da einige finden. Es gibt eine Handvoll, die das tun, Versicherer. Den besten dieser Tarife möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Es heißt, Wortlaut dieses Versicherers, es ist die Barmenia, wir zahlen das vereinbarte Pflegemonatsgeld, wenn Sie pflegebedürftig nach Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5 sind. Das Entscheidende ist, nach Pflegegrad 1. Es reicht völlig aus, Pflegegrad 1 zu haben und wir bezahlen 3.000 Euro. Nicht jährlich, sondern monatlich. Und das ist das Entscheidende. Bitte achten Sie immer, wenn Sie sich mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung beschäftigen. Und streichen Sie auch für sich das Wort Pflege ein bisschen aus dem Kopf, weil wir haben alle die Schere im Kopf. Ich habe das auch am Anfang gehabt. Pflege ist nur was für hochaltrige Leute. Nein, das ist nicht mehr so. Wir leisten schon bei Pflegegrad 1. Übrigens wird immer die gleiche Summe geleistet. Wenn ich also 3.000 Euro, das ist das Einstiegsmaximum, vereinbare, kriege ich 3.000 Euro, egal ob ich 1 oder 2 oder 3 habe. Und dabei ist es total unerheblich, ob Sie zum Beispiel ambulant, stationär, teilstationär oder im Rahmen einer Kurzzeitpflege durch Pflegefachkräfte oder Angehörige gepflegt werden. Außerdem ist es nicht erforderlich, dass die soziale Pflegeversicherung oder die private Pflegeversicherung, also das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, die Tabelle vorleistet. Diese Versicherung, also die Barmenia, gibt das so, und das ist wörtlich zitiert, raus. Und sie leistet auch für Versicherungsfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht sind. Vergleichen Sie es übrigens mal mit den besten Berufsunfähigkeitsbedingungen, die Sie finden. Oder die Sie präferieren. Jeder von Ihnen wird vielleicht eine Lieblingsberufsunfähigkeitsversicherer haben. Oder Wehrdienstbeschädigung oder nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind. Sie leistet sogar für Versicherungsfälle, die auf Vorsatz oder Sucht beruhen. Das ist erstaunlich. Das macht kein privater Krankenversicherer und kein privater Pflegeversicherer. Die gesetzliche Pflegeversicherung leistet auch dann, wenn ich vorsätzlich den Versicherungsfall beiführe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab vor 2 Jahren bei uns in der Nähe von Dortmund, wo ich wohne, jemanden, ich habe es auch nur aus der Zeitung gelesen, der hat tatsächlich, es gibt ja immer ein paar durchgeknallte Menschen, der hat seine Hand in die Straßenbahnschiene gelegt oder er war finanziell vielleicht so verzweifelt, hat gewartet, dass die Straßenbahn kommt,
hat das auch durchgezogen, die Hand war weg und dann ist er zu seinem Unfallversicherer gegangen und hat gesagt, jetzt will ich gerne das Geld aus der Unfallversicherung haben. Es ist ja logisch, dass die gesagt haben, wir haben hier drei Zeugen, die hatten sie auch und wir haben gesehen, das hast du absichtlich herbeigeführt. Das ist Vorsatz. Das sind extreme Ausnahmefälle, das macht ja kaum einer. Aber wenn doch ein Versicherer ausdrücklich mir in die Versicherungsbedingung reinschreibt, wir leisten auch bei Vorsatz, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn es doch zu einem Streit käme um die Leistung, irgendwie aus der Nummer rauskommt, relativ gering. Also besser kann ich es ja nicht formuliert bekommen als Kunde. Und wie macht man das? Also Sie würden heute sagen, meine Mama ist Pflegefall, ich mache oder könnte ein Pflegefall werden, ich mache heute die Versicherung für sie. Und in 2 Jahren wird sie tatsächlich Pflegefall. Sie machen nichts anderes, als dass sie das Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenkasse an die Barmenia von mir aus per E-Mail schicken. Nach allem, was ich weiß, und ich habe mehrere Leistungsfälle jetzt schon begleitet, kriegen Sie innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail von der Barmenia, sagen mir alle Kunden bestätigt. Da steht einfach nur drin, ja, wir erkennen unsere Leistungspflicht an. Und jetzt kommt einer der für mich entscheidenden Sätze. Auch das steht so im Bedingungswerk drin. Müssen Sie sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen lassen? Und man gibt sich selbst die Antwort, nein, das ist nicht notwendig. Sie müssen sich nicht von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen lassen. Das ist, für mich ist das unglaublich, weil, wie ist es denn bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Der Versicherer wird, so naiv dürfen wir nicht sein, zunächst mal gucken, ob er nicht aus der Leistungspflicht rauskommt. Und am Ende entscheidet der Sachverständige der Versicherung. Von denen wird er bezahlt. Ich würde nicht so versicherungsskeptisch sein, zu sagen, die leisten nie. Aber wir wissen doch alle um die Schwierigkeiten. Wenn aber hier sozusagen der Versicherer die Hoheit über die Entscheidung in die Hände der Krankenkasse gibt und sagt, wir schließen sie dem automatisch an, ohne Hintertürchen, dann gibt es nichts Besseres. Sie müssen Ihren Kunden eigentlich nur klar machen, wie leicht es ist, einen Pflegegrad 1 zu bekommen, wie schnell das da ist, wenn der Kunde von Unfallkrankheit betroffen ist, Folgeerscheinungen hat. Und dass er dann vorher, wenn er sich vernünftig abgesichert hat, hiermit die bestmögliche Absicherung hat, mit einem Bedingungswerk, wie es aus meiner Sicht besser nicht sein kann. Dann werde ich oft gefragt, ja, was ist denn da eigentlich für Krankheiten? Was sind denn da für Krankheiten drin? Anders als bei vielen Berufsunfähigkeitsversicherungen, wo dann gefragt wird, hatten Sie mal jenes und jenes und dann werden lange Berichtszeiträume abgefragt oder tückisch sind ja auch solche Fragen wie, hatten Sie jemals, wer weiß denn schon, was er vor 20 Jahren mal hatte. Hier ist es sehr schön, finde ich, weil hier sind 40 oder 50 Krankheiten aufgeführt. Wenn ich eine von denen habe, dann kann ich es leider nicht abschließen. Das ist nun mal so. Und das sind aber auch Krankheiten wie Krebs, wenn ich akut Krebs habe oder wenn ich ein BMI von über 40 habe, werde ich auch wahrscheinlich mich schwer tun, aktuell eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Aber wenn Sie es genau lesen, werden Sie auch hier eine Menge von Krankheiten gar nicht erwähnt finden. Also nehmen Sie beispielsweise Neurodermitis, nehmen Sie Asthma. Diabetes wäre wieder nicht versicherbar, aber ich kann auch Neurodermitis, ich kann Asthma hier versichern, weil es ist nicht als Ausschlusskrankheit aufgeführt. Ich kann übrigens auch den Bluthochdruck versichern. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, das wissen Sie alle, kommt es darauf an, über welchen Zeitraum, wie hoch ist der, ich muss verschiedene Messwerte einreichen und das Ergebnis wird in aller Regel sein, in wenigen Fällen, wenn der tatsächlich nicht so hoch ist, der Bluthochdruck, vielleicht werde ich ohne Risikozuschlag angenommen. Häufig ist die Praxis aber Risikozuschlag und der ist dann schon happig. Oder aber sogar Ablehnung. Dann bin ich raus aus der Nummer. Hier, Bluthochdruck ist ausdrücklich versicherbar. Der kann theoretisch auch 180 zu irgendwas sein. Dann stehen Sie zwar kurz vor dem Schlaganfall, kann aber sein. Wäre versicherbar. Wenn Sie zum Beispiel die psychischen Erkrankungen nehmen, sind die nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern man muss den Wortlaut beachten. Das heißt, wenn ich laufend behandelt worden bin, in den letzten 5 Jahren, das steht jetzt hier nicht drauf, aber das finden Sie dann auf dem Antrag, der Abfragezeitraum ist immer in den letzten 5 Jahren. Ergo hatte ich vor 6 Jahren eine Depression, die behandelt worden ist und vor 6 Jahren ist die Behandlung auch abgeschlossen worden, kann ich sofort hier den Antrag stellen. Wenn ich in den letzten 5 Jahren behandelt worden bin und aber nur einmal zum Psychotherapeuten gegangen bin oder 2 mal in 5 Jahren, dann würde man das wahrscheinlich noch nicht als laufende Behandlung werten. Da könnte ich zum Beispiel eine anonyme Anfrage machen beim Versicherer. In aller Regel kriege ich dann eine positive Antwort.
Wenn ich nur einmal war, dann kann ich mit Sicherheit noch nicht von der laufenden Behandlung sprechen und sie darf nicht medikamentös begleitet worden sein. Aber immerhin habe ich ein Türchen, dass ich auch psychisch erkrankte. Und das ist ja nun mal das Megathema. Wir reden ja heute vor allen Dingen bei Arbeitskraftabsicherung auch über psychische Themen. Nicht mehr so sehr über Rücken wie noch vor 20, 30 Jahren und Ähnliches oder Wirbelsäulenkrankheiten. Ich habe hier also eine Reihe von Möglichkeiten, wo ich auch Angebote machen kann an Kunden, die sonst nicht versicherbar wäre im Rahmen einer klassischen BU oder ich brauche irgendwelche Sonderkonzepte oder ich muss irgendwelche Einschränkungen in Kauf nehmen. Wenn ich diese Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantworten kann, bin ich drin. Übrigens auch, erstaunlich, BMI bis 40, das ist schon relativ massiv, da muss man schon was haben. Bei vielen Versicherern hört es dann beim BMI von 30, spätestens 33 auf. 40 ist schon happig, aber ist auch versicherbar. Also kurzum, die Krankheiten sind eindeutig definiert. Sie dürfen keine dieser Krankheiten haben. Sie dürfen noch niemals einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsleistung gestellt haben. Das ist noch eine Frage. Und Sie dürfen keinen Schwerbehindertenausweis haben. Wer das alles wahrheitsgemäß verneinen kann, kann den Antrag stellen. Jetzt zu den Beiträgen. Hier mal abgetragen am Normaltarif. Ich komme gleich dazu, wie ich das abgrenze oder wie die Barmenia das abgrenzt. Für eine Absicherung von 1.000 Euro. Das Schöne ist, alle zahlen das Gleiche. Das heißt, der Dachdecker, der Maurer, der sich bisher eigentlich eine BU nicht leisten konnte, weil er sagt, ich muss ja meinen Beruf versichern, der zahlt das Gleiche wie der Ingenieur, die Lehrerin oder die Hausfrau. Es hängt vom Alter ab. Es wird auch nicht nach dem Rauchverhalten gefragt. Der Raucher muss nicht einen Zuschlag bezahlen. Und Sie sehen hier die Beiträge, 30-jährige Person 38 Euro, ich runde, 40-jährige Person 56 Euro, 50-jährige Person 86 Euro. Ich kann immer absichern zwischen 100 Euro, das ist das Minimum. Also ich würde hier in diesem Beispiel, wenn ich 50 Jahre alt wäre, würde ich 86,50 Euro bezahlen, 1.000 Euro bei Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5, egal, bekommen. Wenn ich jetzt sage, naja, so viel Geld habe ich nicht, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich mache es erstmal nur mit 100 Euro. Das ist zwar keine vernünftige Arbeitskraftabsicherung, aber dann zahlt der 50-Jährige eben 8,65 Euro, also ein Zehntel. Das Maximum, was geht zum Einstieg, sind 3.000 Euro. Das können Sie einfach immer hochrechnen. Dann nehmen Sie die 86,50 Euro mal 3 und kommen auf einen Beitrag von ungefähr 235, 240 Euro bei 3.000 Euro Absicherung. 235 Euro ist eine Menge Geld monatlich. Aber eine 50-jährige Person würde für 235 Euro höchstwahrscheinlich keinen Berufsunfähigkeitsversicherer finden, der ihn mit 3.000 Euro absichert. Kommt natürlich dort wieder ein bisschen auf den Beruf an. Also die Beiträge können durchaus mithalten mit normalen Berufsunfähigkeitsversicherungen. Und jetzt gibt es noch was Zweites. Und da fahren wir jetzt so ein bisschen Achterbahn, weil die Leute glauben mir das meistens erstmal nicht, die Kunden. Sie können 1.000 Euro absichern für im Erwachsenenalter, also zähle ich jetzt mal 21 bis 60 Jahre, für 7,40 Euro. Das heißt, wenn ich aufs Maximum gehe, ich sichere 3.000 Euro ab monatlich, zahle ich 3 mal 7,40 Euro, das sind 22,20 Euro. Nochmal, Sie können für 22,20 Euro Ihren Kunden sagen, ich sichere dich mit 3.000 Euro ab. Ich hatte einen Kunden, der hatte eine BU über 1.500 Euro, die hat 100 Euro gekostet. Der war schon 50, Frau und zwei Kinder. Und da habe ich gesagt, 1.500 Euro würde ein bisschen knapp für eine Familie mit zwei Kindern, einziger Ernährer, da müsste ihre Frau arbeiten gehen. Wir haben die platt gemacht. Wir haben diese Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt. Ich habe das auch guten Gewissens gemacht. Ich übernehme da auch die Haftung. Er hat aber auch mit unterschrieben. Das war mir wichtig. Und jetzt sind alle vier Personen mit 3.000 Euro abgesichert über die Pflege. Vier Personen statt einer Person. 3.000 Euro alle vier statt eine Person 1.500 mit ganz anderen Eintrittskriterien für den Versicherungsfall. Kinder, und das werden Sie sich jetzt, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, vielleicht fragen, warum zahlen Kinder von 0 bis 20 mehr? Also wenn Sie die mit 1.000 Euro absichern, 9,20 Euro, entsprechend bei 3.000 Euro mit 27,60 Euro. Auf den ersten Blick nicht logisch, bei genauerer Betrachtung durchaus logisch. Es ist erstaunlich, wie viele Kinder in Deutschland einen Pflegegrad bekommen könnten. Alleine in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen habe ich eine Zahl von vor anderthalb Jahren, so alt ist das schon, von Dezember 2019, eine dpa-Meldung. In Nordrhein-Westfalen sind 60.000 Kinder im schulpflichtigen Alter mit einer Depression diagnostiziert worden. Wenn die Eltern alle wüssten, dass eine Depression bei einem schulpflichtigen Kind zu einem Pflegegrad 1 oder 2 führt, aber auf jeden Fall auf Antrag zu einem Pflegegrad, und sie vorher diesen Tarif abgeschlossen hätten, dann wäre die Familie zumindest finanziell abgesichert.
soll heißen, und das ist tatsächlich auch so, das Risiko für Kinder und Jugendliche, einen Pflegegrad zu erlangen, ist höher als für Erwachsene, die sozusagen voll im Berufsleben stehen, zwischen 21 und 60. Und dann steigt das Risiko wieder an, ab 60, und nimmt natürlich dann exponentiell zu, so ab 75, 80. Aber das ist das, was wir alle kennen. Das Neue, oder ich nehme an, für viele die neue Botschaft ist, bitte beachten Sie für Kinder die Möglichkeit, über eine Pflegeversicherung schon ab Geburt die hervorragend abzusichern, aus meiner Sicht viel, viel besser als eine Schulunfähigkeitsversicherung. Und ich habe jetzt schon mehrere Kinder erlebt, nicht alle Eltern wollten das, ich habe es mehreren empfohlen, aber zwei Kinder sind auch dadurch jetzt schon gut versorgt, dass die Eltern mir zugehört haben und meiner Empfehlung gefolgt sind. So, also nehme ich jetzt den Erwachsenen, wir reden ja ursprünglich auch unter dem Aspekt der Arbeitskraftabsicherung. Der Erwachsene, ob 30, 40 oder 50, zahlt in seinem Anwartschaftstarif 22,20 Euro und ich kann ihm sagen, du bist hervorragend abgesichert, du hast 3.000 Euro Absicherung. Es gibt da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich nachzuversichern. Ich kann die Summe noch erheblich steigern. Das will ich aber heute noch nicht vertiefen. Wir müssen uns von einigen Denkfehlern verabschieden. Erstens, ich habe es schon gesagt, auf Kundenseite werden Sie immer wieder hören, Pflegestufe kriege ich sowieso nicht. Das ist noch so tief drin. Das ist das, was seit Einführung der Pflegeversicherung 1994 bis 2017 tatsächlich auch sehr schwierig war. Das haben die Leute aber auch oft verinnerlicht. Sie haben es mitbekommen im Verwandtenkreis. Den Punkt muss man erstmal kriegen. Auf unserer Seite, der Vermittler, stelle ich dann doch auch fest, dass immer noch das Denken vorherrscht, Pflege brauche ich nicht zu verkaufen, weil das wollen meine Kunden nicht. Ich würde Ihnen noch empfehlen, sprechen Sie niemals das Thema Pflege an unter dem Aspekt, wir müssen dein Vermögen sichern, wenn Oma im Heim ist. Das ist kein vernünftiger Vertriebsansatz, mit dem Sie das verkauft bekommen. Fangen Sie auch im Verkaufsgespräch bitte nicht an, lieber Kunde, du bist 30 Jahre alt und heute spreche ich mit dir mal über eine Pflegeversicherung. Wenn Sie das Wort Pflege im ersten oder im zweiten oder im dritten Satz sagen, ist das Gespräch kaputt, weil nämlich sofort reflexartig kommt, Pflege brauche ich nicht. Sagen Sie ihm, lass uns mal über eine alternative Form der Arbeitskraftabsicherung reden, ich habe da was viel Besseres, viel günstiger als alle anderen, darf ich dir das mal vorstellen? Und dann fangen Sie am besten mit dem Pflegegradrechner an und zeigen dem Kunden mal, wie schnell jeder von uns in einen Pflegegrad geraten kann. Was auch uns teilweise, auch uns Vermittlern von den Versicherern für meine Begriffe falsch vermittelt wird, es wird in den Webinaren und Seminaren oft gesagt, wir müssen uns darauf konzentrieren, wenn die Eltern im Heim landen. Habe ich schon gesagt, aus meiner Sicht nicht mehr das Megathema. Aber wenn es denn so ist und die Person ist über die Barmenia versichert, dann habe ich sie ja mit 3.000 Euro schon mal abgesichert. Die meisten Pflegeversicherungen zahlen so viel gar nicht. Denn es greift ja auch dann, wenn ich im Heim lande. Und das Letzte, warum ich beobachtet habe, dass viele meiner Kollegen, viele von Ihnen da aus meiner Sicht nicht so begeistert sind, ist, eine Pflegeversicherung ist ein Ladenhüter, die kann ich eh nicht verkaufen. Das ist falsch. Mit den richtigen Sales-Stories verkauft es sich wie von selbst. Ich habe zum ersten Mal in meinem Maklerleben erlebt, dass Leute bei mir samstags morgens vor der Tür standen und gesagt haben, wir haben davon gehört, dürfen wir das auch abschließen? Das habe ich noch nie erlebt. Dürfen wir das abschließen? Ich kriege Anrufe von Kunden, die ich nicht kenne, die dann Interessenten sind und zu Kunden werden, weil ich hier ein Thema bediene, das kein anderer bedient, und ich wünsche mir, dass Sie da mitmachen und das auch so tun. Also Sie haben, wenn Sie meinem Gedankengang oder unserem Gedankengang, den Stefan Michaelis konnte ich ja schon glücklicherweise überzeugen, folgen, sehen Sie hier nochmal die Mehrwerte für Ihre Kunden, wenn Sie sie hinbringen in dieses Thema. Es ist eine niedrige Schwelle zum Pflegegrad 1. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber der Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja immer sagt, du musst deinen Beruf zu 50% nicht mehr ausüben können. Übrigens, Sie können natürlich auch Ihren Beruf weiter ausüben mit dem Pflegegrad 1. Es gibt sehr viele Leute mit dem Pflegegrad, die noch ihren Beruf ausüben. Der zweite riesige Vorteil ist, das Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenkasse ist für den Versicherer verbindlich. Wenn Sie ins Versicherungsbedingungswerk der Barmenia reingucken, keinerlei Ausfluchtsmöglichkeiten, außer, und dazu würde ich natürlich niemandem raten, man hat geschummelt bei den Gesundheitsfragen. Das darf man nicht tun. Es sind viele Krankheiten versicherbar, die ich bei einer normalen BU nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen unterbringen könnte. Ich habe Ihnen Beispiele genannt, Neurodermitis, Asthma, einiges andere auch.
Es ist dann besonders interessant, wenn viele Leute kneifen, weil sie sagen, ich kann mir den Beitrag von der Berufs- und Fähigkeitsversicherung nicht leisten. Da kommen ja auch oft für den Maurer 200 Euro oder 300 Euro zusammen. Das ist von seinem Einkommen nicht gedeckt. Also was macht man? Man verzichtet drauf oder sagt dem Kunden dann, naja, dann machst du aber wenigstens eine Unfallversicherung. Ich persönlich bin der Meinung, natürlich, wir müssen auch an unser Portemonnaie denken, aber wenn ich wirklich einen schweren Unfall habe und nicht nur auf das Gipsgeld vielleicht abziele oder mir einen blauen Flecken hole, was ja auch nicht zu einer dauerhaften Invalidität im Sinne einer Unfallversicherung führt, wenn ich wirklich einen schweren Unfall habe, dann habe ich auch wieder Pflegegrad 1. Ich kenne einige Fälle, die durch einen Unfall einen Pflegegrad bekommen haben. Und jetzt noch etwas. Die Barmenia schreibt Ihnen rein und Ihren Kunden, wir leisten weltweit. Wenn also einer auf die Idee kommt, nach Australien auszuwandern, er muss nicht mehr in der deutschen Krankenversicherung sein. Er kann auch offiziell seinen Wohnsitz nach Australien verlegen. Das Geld wird auch dorthin überwiesen und es wird lebenslang überwiesen, solange ich nicht einen Pflegegrad verliere, was theoretisch möglich ist, in der Praxis aber extrem selten vorkommt. Das ist der Riesenvorteil zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem definierten Ende 60, 65, 67. Wenn ich 100 Jahre alt werde, dann kann ich auch so lange die Pflegeleistungen bekommen. Und das, was von vielen noch argumentiert, wenn ich einmal einen Pflegegrad habe, dann lebe ich eh nicht mehr lange, das ist völlig falsch, das ist veraltet. Ich kann heute mit einem Pflegegrad 1, gerade wenn er zum Beispiel psychisch begründet ist oder wegen einer steif gebliebenen Hand nach einer misslungenen OP, kann ich ja trotzdem noch 40, 50, 60 Jahre leben. Oder nehmen Sie das neugeborene Kind, was ich versichert habe, das nach 2 Jahren einen insulinpflichtigen Diabetes bekommen hat. Mit den heutigen Fortschritten der Medizin hat das Kind durchaus eine normale Lebenserwartung. Das heißt, hier ist eine Leistungsdauer, eine Zahldauer der Versicherung von vielleicht 70, 80, 90 Jahren. Ich habe Ihnen die Möglichkeit aufgezeigt, das Ganze zu einem extrem günstigen Beitrag Ihren Kunden anzubieten. Es gibt auch Gründe, nicht auf den Anwartschaftstarif für 22,20 Euro zu gehen. Zum Beispiel der Grund, dass ich, weil da habe ich dann tatsächlich, wenn ich 60 werde, einen extremen Beitragssprung. Das ist ja ähnlich wie Rückstellungen in der privaten Krankenversicherung. Ich kann auch sagen, ich nehme sofort den Normaltarif, sonst wird das ja auch kein Mensch machen. Dafür habe ich aber später keinen großen Sprung im höheren Lebensalter. Das muss man im Einzelfall abwägen und auch mit dem Kunden besprechen, was er da lieber hätte. Und was Sie natürlich exklusiv nur bei uns bekommen, ist das Leistungscover der Kanzlei Michaelis. Das heißt, wenn es, ich erwarte es ehrlich gestanden gar nicht so großartig, weil die Bedingungen so hervorragend sind, aber wenn es wieder erwarten, doch mal zu einem Problem führen sollte, dass der Versicherer mauert und sagt, er kennt die Leistungen nicht an oder seine Zahlungsverpflichtung nicht an, dann wird Ihr Kunde durch die Kanzlei Michaelis unterstützt und ich habe ja nicht umsonst alle möglichen Kanzleien in Deutschland kontaktiert, sondern die Kanzlei Michaelis, weil ich einfach weiß, dass sie extrem stark ist im Versicherungsrecht und auch immer wieder Auszeichnungen bekommt und einfach weiß, worüber sie spricht. Das war mir wichtig, dass wir unseren Kunden dann auch gemeinsam sagen können, hier ist nun wirklich die höchstmögliche Sicherheit, wenn irgendetwas passiert, mit deinem Gesundheitszustand, dass du auch wirklich finanziell im Trockenen stehst. So sieht dann das Leistungscover aus. Jeder Kunde, der das bei Ihnen und mit uns gemeinsam abschließt, der bekommt das dann und Sie können ihm das Zertifikat auch aushändigen. Und es gibt ihm nochmal die zusätzliche Sicherheit, wenn Sie ihm dann noch, ich mache das immer so, ich nehme die Versicherungsbedingungen und marker das mit einem gelben Textmarker an und zeige dem Kunden das einfach, dann glaubt er mir das auch. Weil viele erstmal sagen werden, das werden sie auch erleben, aber das kann doch nicht sein, dass ich schon bei Pflegegrad 1 3.000 Euro bekomme. Zeigen Sie ihm die Versicherungsbedingungen, markern Sie das Wichtige an, markern Sie an, wo drin steht, legen Sie uns nur Bescheid des medizinischen Dienstes vor, wir machen keine eigene Arztprüfung, Punkt. So klar steht das da drin. Legen Sie ihm dieses Zertifikat vor und Ihr Kunde weiß, er hat die höchstmögliche Sicherheit und er hat das beste Produkt, das behaupte ich, zur Arbeitskraftabsicherung, das es in Deutschland gibt. Wir unterstützen Sie in dieser Gemeinschaft. Es ist ein total einfaches Verfahren. Sie erklären dem Kunden das, überzeugen ihn davon. Die Abschlussquote ist sehr, sehr hoch. Sie kriegen einen Link zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist in 2 Minuten erledigt. Der Kunde kriegt eine E-Mail, Sie kriegen eine Bestätigungs-E-Mail. Damit ist der Vertrag rechtsgültig zustande gekommen. Wenn der Kunde nicht widerspricht, ist alles damit erledigt. Bisher hat noch kein einziger Kunde widerrufen. Und ich habe es sehr, sehr oft schon verkauft.
Wir geben Ihnen Tipps zum Vertrieb. Nutzen Sie da auch meine Erfahrung. Ich habe am Anfang auch vielleicht mal den einen oder anderen Fehler im Verkaufsgespräch gemacht. Ich habe auch vielleicht zu früh das Wort Pflege benutzt. Nutzen Sie das. Sie müssen nicht die Fehler alle selber nochmal neu machen. Man muss einfach den Kunden davon überzeugen, dass hier ein völlig neuer Denkansatz da ist. Und dann wird der Kunde Ihnen auch sagen, das ist so überzeugend, ich möchte das unbedingt haben. Und Sie werden von sich aus, Sie müssen nicht nach neuen Empfehlungsadressen fragen, Sie werden Empfehlungsadressen bekommen. Und Sie werden angesprochen werden, darf ich das auch meiner Schwibschwägerin empfehlen? Und darf ich Ihre Adresse weitergeben? Darf ich Ihre Telefonnummer weitergeben? Das funktioniert alles, wenn Sie einfach auch das nutzen, das Angebot. Nehmen Sie unsere Vertriebserfahrung in diesem Bereich. Das Produkt ist jetzt schon so viele hundert Mal von mir verkauft worden. Ich habe auch eine Sales Story ausgearbeitet, von der ich weiß, dass sie funktioniert. Die ist erprobt. Das, was nicht so gut gelaufen ist in den Formulierungen, habe ich wieder rausgenommen, so wie man das macht. Und wo ich weiß, das interessiert die Kunden, darauf springen die an. Und so verstehen sie es auch ganz schnell, den Gedankengang. Das können Sie alles haben, auch wenn es mal hakt im Verkaufsgespräch, rufen Sie einfach an, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Und was wir noch machen werden, wir werden auch für Ihre Fragen, Anregungen, Diskussionen, weil das Thema wird dann Leben, eine geschlossene Facebook-Gruppe machen, wo wir das Ganze dann auch immer noch diskutieren können. Oder ich bin auch neugierig auf Ihre Erfahrungen, wenn Sie mir dann berichten, das ist gut gelaufen oder vielleicht wieder erwarten, auch mal am Anfang nicht so gut gelaufen. Sagen Sie es einfach und wir werden besser werden. Die Abschlussquote ist, wenn die Kunden Sie kennen, ungefähr 70%. Sie sprechen 10 Leute an, 7 werden es abschließen, wenn man sie kennt. Bei 3 wird's, oder 2 wird es nicht gehen wegen Gesundheitsfragen. Sie werden immer den einen oder anderen darunter haben, dass der Ihnen sagen wird, das ist ja so fantastisch, das glaube ich nicht, habe ich erlebt. Sie sagen, das kann nicht sein, das ist zu gut. Da kann man eigentlich nur argumentativ entgegenhalten und sagen, hier ist das Bedingungswerk, hier ist das Leistungscover der Kanzlei Michaelis und was ich derzeit überlege, weil ich jetzt schon mehrere Leistungsfälle habe, ob ich nicht die Kunden auch mal frage, ob sie nicht anonymisiert bereit sind, auch ihre Erfahrungsberichte weiterzugeben, weil das tatsächlich ein Punkt ist, das Glaubwürdigkeitsproblem, vielleicht so bei 1 von 10. Sie werden eine extrem hohe Abschlussquote erzielen und diejenigen Empfehlungsadressen, die Sie bekommen werden, da werden Sie eine noch höhere Abschlussquote erzielen. Das ist ganz logisch, weil Sie sind ja dann schon empfohlen worden und die wissen dann in aller Regel schon mal so ungefähr, worum es geht. Und wenn Sie es dann nochmal genau erklären, dann ist das ein Selbstläufer und Sie werden auch mit Pflege richtig viel Geld verdienen können. Das wünsche ich Ihnen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tja, klasse Vortrag. Also, liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, ich habe Ihnen, glaube ich, definitiv nicht zu viel versprochen, dass ich gesagt habe, hier, das ist ein ganz interessantes Thema, das muss man sich mal anhören und das hast du ganz hervorragend präsentiert, also vielen lieben Dank dafür. Von meiner Seite nur so ein paar kleine Ergänzungen. Die Barmenia unterstützt neuerdings auch a priori. Und das heißt, dort kann eben auch dieser Link nochmal hinterlegt werden, sodass also jeder Makler theoretisch dann eben sagen kann, ich möchte über die Barmenia eben auf den entsprechenden Link, um sozusagen das Michaelis-Zertifikat eben auch entsprechend zu bekommen. Das wäre eben erforderlich, weil nur über diesen einen geheimen Link das eben entsprechend möglich ist. Ja, das wollte ich noch ergänzen und ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Also ich finde es natürlich toll, dass du eben sagst, du stehst da auch den Maklern wie ein Maklerbetreuer dann quasi zur Verfügung, eben in der Unterstützung. Von daher haben wir uns gedacht, wir machen demnächst auch nochmal eine Präsenzveranstaltung hier in Hamburg, die aber auch live übertragen wird und live gestreamt wird, sodass man einfach eben dann nochmal noch tiefer ins Thema reingehen kann, noch mehr interaktiv eben die Dinge besprechen kann. Und ja, vielen Dank eben, dass du da eben auch sozusagen als Coach weiter vertiefend, das liegt dir irgendwie am Herzen, irgendwie, ja, ne? Dieses Thema aufgreifst. Ja. Wir begleiten das als Kanzlei Michaelis, wie gesagt, sehr, sehr gerne, weil ich das ganz, ganz wichtig finde und ich kann eben nur sagen, im Zweifel müssen wir da auch nochmal gucken, welche, sag ich mal, Highlights aus deinem Vortrag eigentlich zwingend in eine Beratungsdokumentation rein müssen, dass man das eben nochmal zusammenfasst und eben sagt, kommt für Sie, sag ich mal, eine Arbeitskraftabsicherung in Betracht? Ja, nein. Haben Sie schon mal über Pflege nachgedacht? Ja, nein. Ich weiß, das Wort Pflege wollen wir eigentlich gar nicht hören, obwohl wir dich ja durchaus jetzt Mr. Pflege nennen können, ja, aber dann sozusagen nur inkognito, also sozusagen Mr. Arbeitskraftabsicherung. Ja,
Genau, also das sage ich mal, gibt es, glaube ich, dann noch zu ergänzen. Ansonsten im Rahmen deines Vortrages hatte ich noch mal gehört, und dann hattest du mir ja vorher schon so ein paar Dinge erzählt, dass du gesagt hast, dieser Antrag zum Beispiel beim medizinischen Dienst, an den der Versicherer gebunden ist, der ist kostenlos. Erstens, sage ich mal, nicht uninteressant. Und zweitens, selbst wenn man abgelehnt wird, kann man ihn alle halbe Jahr quasi kostenfrei wieder stellen, bis man den so sehr auf den Geist gegangen ist, dass sie dann irgendwann sagen, komm, wir geben dir eins und haben sozusagen unsere Ruhe. Okay, ja, und ja, ich glaube, alle anderen Vorteile hast du ja schon grandios nochmal ausgearbeitet. Also ich glaube, man kommt in einer Beratung zum Thema Arbeitskraftabsicherung nicht drum herum, das im Hinterkopf zu haben. Ich selber hatte es nicht auf der Pfanne, wie wichtig und wie möglich es überhaupt ist, Pflegegrad 1 eben abzusichern, wann der überhaupt tatsächlich schon eingreift. Okay. Und dass es eben entweder die bessere, auf jeden Fall eine Alternative ist, eben zur BU. Und dass es dann eben noch als Anwartschaftstarif auch eben wahnsinnig günstig ist. Und das muss ein Makler wissen. So, Punkt. Das muss ein Makler wissen. Das ist quasi mein Job. Und den hast du eigentlich für mich hervorragend erfüllt, zu sagen, das müssen Sie Makler wissen. Und in dem Sinne, tschüss und einen schönen Tag, erfolgreiche Geschäfte, und hören Sie sich seine weiteren Vorträge an. Ich bin froh, dass du mich auf dieses Thema angesprochen hast. Achso, genau. Wir sollten dann ja auch noch mal prüfen, gibt es irgendwelche Haken im Barmenia-Tarif? Haben wir gemacht. Das war ja meine Bitte an euch als Kanzlei, zu sagen, ich bin kein Jurist, bitte prüft das mal. Ja. Und ich habe ja das Feedback bekommen, dass ihr gesagt, da ist auch kein Haken dran. Ja. Es ist aus meiner Sicht, wie beurteilt es das, ich weiß es nicht, aber das Beste, was ich am deutschen Versicherungsmarkt gefunden habe, aus Kundensicht, ich denke jetzt immer aus Kundensicht als Makler, weil die Hintertürchen, die man ja gerne auch als Kunde vermutet bei Versicherern, die habe ich hier nicht gefunden. Und das ist das, was du mir auch bestätigt hast. Ja, genau. Ja, ja. Insofern, sehr, sehr, wie gesagt, hattest du ja schon mal gesagt, eben es gibt sozusagen durchaus eben noch vier weitere Tarife, die in engeren Kreis kommen können. Aber wenn man das eben sich nochmal genau anschaut, dann ist das eben schon der beste Tarif. Das ist sozusagen die eine Botschaft. Wir haben tatsächlich da keinen Haken gefunden. Und es ist im Übrigen auch so, dieses Michaelis-Zertifikat, was wir, sag ich mal, im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsprozesses zur Entlastung des Maklers und zur Vertriebsunterstützung eben noch ranpacken wollen, wird eben immer dann am Ende oder während des laufenden Monats des Vertragsabschlusses von der Barmenia verschickt. Mhm. Also, das ist sozusagen auch ein Automatismus, übernimmt die Barmenia alles, sie brauchen sich nicht drum kümmern, sie müssen nur wissen, wo dieser Link ist, weil nur über diesen Link unser Zertifikat eben ausgestellt wird. In dem Sinne nochmal lieben Dank. Lieber Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung. Und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.